Bilder wie am vergangenen Freitag, als Unterhändler in großer Front aufmarschierten, wird es diese Woche nicht geben. Kleine Gruppen, nur die Experten der Fachthemen sollen miteinander beraten. Die ersten ernsthaften Gespräche, Prognosen sind da schwierig. Wenn genug Kompromisse, die für alle tragfähig sind, gefunden werden können, kann das etwas geben. Aber das Ergebnis ist momentan völlig offen. Also 50-50 ist zurzeit realistisch. Mehr wohl nicht, denn die Parteien wollen zunächst die konfliktreichsten Politikbereiche miteinander besprechen. Wenn es scheitert, so die Idee, dann soll es früh geschehen. Ein wochenlanges Gezerre ohne Ergebnis sei dem Wähler nicht vermittelbar. Schon am Dienstag stehen Finanzen, Haushalt, Steuern und Europa auf dem Programm. Am Donnerstag dann gleich drei Blöcke. Klima, Energie und Umwelt, Bildung, Forschung und Innovation, außerdem Asyl, Migration und Integration, wo Unterhändler durchaus Gemeinsamkeiten erkennen. Schwieriger wird das bei den wirtschaftspolitischen Fragen. Wie sichern wir auf Dauer das Industrieland? Das sind die eigentlichen Kernfragen, wo es noch viele, viele Unterschiede im Moment beispielsweise zu den Grünen gibt. Wie unterschiedlich die Positionen sind, zeigt sich zum Beispiel beim Thema Steuern, das am Dienstag verhandelt werden soll. Die Union will den Solidaritätszuschlag ab 2020 schrittweise abschaffen, die FDP ab 2019 komplett. Die Grünen haben keine klare Position. Der Spitzensteuersatz greift bei der Union ab 60.000 Euro. Die FDP will maximal 50% Steuern und Sozialabgaben. Die Grünen fordern Höchstbesteuerung ab 100.000 Euro. Bei der Steuerentlastung wiederum denkt die Union an 15 Milliarden Euro. Die FDP will sogar doppelt so viel. Die Grünen dagegen wollen mehr investieren, zudem Familien mit 12 Milliarden Euro unterstützen. Reiche müssen nicht entlastet werden und wir brauchen eine Konzentration da auf die Dinge, die wirklich anstehen, die was mit der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu tun haben. Wir brauchen endlich schnelles Internet auf dem Lande, nicht nur in der Stadt. Wir brauchen gute Eisenbahnverbindungen, gute Straßenverbindungen. Wir brauchen Schulen, die vernünftig ausgestattet sind. Ein Ausbau der Kitas, da muss das Geld drauf konzentriert werden. Kurz, es ist kompliziert und spannend, denn schon diese Woche könnte sich zeigen, wer bereit ist, seine Positionen aufzugeben und wer nicht.